und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere Vermehren. Heute ein etwas ungewöhnliches Bild, das liegt daran, weil wir diesmal einen wesentlich größeren Kandidaten haben, den ich euch auch mal in voller Pracht zeigen möchte. Es handelt sich um einen Urwelt-Mammutbaum, Metasequoia glyptostroboides. Der verliert im Winter seine Blätter und wächst dann jedes Jahr im Frühjahr wieder neu nach. Wir haben ihn geschenkt bekommen 2014 im November, da war er etwa so klein, mit ein paar Würzelchen. Den haben wir dann eingepflanzt und drinnen kühl überwintert, also in der Garage im Prinzip. Und das Jahr darauf, also im letzten Jahr im Winter, stand er draußen in seinem Töpfchen und er hat es wirklich verkraftet, dort auch zu überleben. Also sie sind gar nicht so empfindlich, diese Urwelt-Mammutbäume. Und wir hatten ihn im Winter geschnitten, um Stecklinge davon zu machen, hat leider nicht funktioniert. Es war einfach viel zu früh, beziehungsweise es war halt noch Winter. Das Ganze sollte man dann doch eher im Sommer machen. Mal gucken, bei gegebener Zeit werden wir es dann auf jeden Fall nochmal versuchen. Aber dadurch haben wir einen richtig schönen, schlanken Baum. Und der ist kräftig in die Höhe gewachsen. 70 cm alleine dieses Jahr schon. Insgesamt 1,30 Meter ist er hoch. Und ja, das wird jetzt höchste Zeit, dass wir ihn eintopfen. Denn der Topf, der ist, wie gesagt, viel zu klein. Und das können wir auch jetzt im Sommer machen, solange wir keinen Wurzelschnitt machen. Das verkraftet er also wunderbar. Und wir bieten ihm dadurch wesentlich mehr Wurzelraum und kann dann noch kräftiger und weiter wachsen. Ja. Ich würde sagen, topfen wir jetzt gemeinsam um und dann schauen wir mal, was wir heute noch so sehen. Auf jeden Fall gibt es heute zwei Filme, das ist dann in dem Sinne jetzt der zweite Film. Der erste Film war eigentlich für gestern gedacht, für Sonntag, das Hochladen hat aber nicht geklappt. Naja, also gibt es heute zwei auf die Ohren. So, viel Spaß beim Zusehen und wie gesagt, mal sehen, was wir dann gleich noch so sehen. Wir haben jetzt einen größeren Topf, der ist ca. 8 cm im Durchmesser breiter. Das heißt also, wir haben auf jeder Seite 4 cm, die wir dann mehr an Erdreich hinterher später haben. Der Topf ist genauso hoch, allerdings steht die Pflanze hier etwa nur bis zu dieser Höhe im Topf. Das heißt also, wir haben hier unten schon mal ein bisschen Erde eingefüllt und jetzt werden wir den ganzen hier herausnehmen. Jetzt müssen wir erstmal das Erdreich wieder lockern. Das heißt, im Klartext werden wir jetzt ein bisschen malträtieren, ein bisschen klopfen, damit sich die Wurzeln vom Rand lösen. Da brauchen wir keine Angst haben, da kann man wirklich kräftig klopfen. Versuchen wir den ganzen mal herauszuziehen. Dazu packen wir ihn unten am Hals. Man sieht, es kommt schon recht tief hier rein. Ja, das funktioniert schon mal wunderbar. Und so sieht jetzt der Wurzelbereich aus. Man sieht also, dass sich also unendlich viele Wurzeln entwickelt haben. Und das ist jetzt auch noch nicht zu spät, ihn umzutopfen, da er noch keine richtig dicken Wurzeln hat. Und die brauchen auch bei diesem Baum jetzt nichts dran schneiden an den Wurzeln, weil sich hier wieder neue Wurzeln entwickeln, verzweigen. Und von daher werden diese Wurzeln, die jetzt hier sind, nicht die dominanten Wurzeln werden, sondern wird sich später dann herausstellen, beziehungsweise der Baum wird dann von sich aus sich seine Hauptwurzeln suchen. Nachdem wir jetzt etwas Erde unten eingefüllt haben in den Topf, können wir den Kandidaten, man sieht schon, ich habe schon probehalber den einmal reingestellt, das sieht man unten an dem Ring hier. Locker ich noch ein bisschen auf, damit wir die passende Höhe haben. Das kann man also ruhig einmal provisorisch machen, um zu gucken, dass das dann auch richtig passt. Ebenfalls können wir den halt nochmal rausnehmen. So, wir stellen jetzt mittig rein, dass wir also wirklich auf jeder Seite gleich viel Abstand haben hier, damit die Wurzeln dementsprechend auch gleichmäßig wachsen können. Hier steht noch eine Spirea drin, also eine Spirea. Die hat sich selber ausgesät und die lasse ich erstmal hier drin. Mal gucken, was wir mit der später nochmal machen. Ja, jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch rundherum die Erde auffüllen. Ob ihr nun Blumenerde nehmt, Komposterde oder in dem Fall Kokoserde, was auch Blumenerde ist, das spielt keine Rolle. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall füllen wir das Ganze jetzt erstmal rundherum auf. Wir achten natürlich darauf, dass der Baum gerade im Topf steht von allen Seiten. Nach Möglichkeit, meine, wer es schief mag, ist auch okay, auch kein Problem. So, wir haben die Erde eingefüllt, drücken die rundherum nochmal schön an. Nicht zu fest, aber leicht andrücken und befüllen dann den Rest nochmal nach, was eingesackt ist hier. Und wie gesagt, auf gleicher Höhe einpflanzen, wie er vorher stand. Und jetzt können wir das Ganze angießen. Ich mache das jetzt nur ganz kurz, damit ich mir nicht alles nass mache. Ruhig richtig kräftig wässern, bis das Wasser unten durchläuft. Somit haben wir jetzt den Mammutbaum umgetopft. Wir können ihn natürlich auch zum Frühjahr umtopfen, also vor dem Austrieb, und dann auch gegebenenfalls einen entsprechenden Wurzelschnitt machen. Aber jetzt zur Sommerzeit, wenn wir ihn umtopfen, machen wir das nicht. Ich habe ihn jetzt umgetopft, ganz einfach im Grund, damit er, wie gesagt, noch kräftiger wachsen kann. Und sollte mal ein Wurzelschnitt vorgenommen werden, dann machen wir das zum Frühjahr. Wir werden versuchen, nochmal Stecklinge zu machen, von den dicksten Trieben hier oben. Ein Teil werden wir dazu ja, im Wasserglas bewurzeln, denke ich mal, und ein Teil in der Erde. Und ja, das machen wir dann jetzt auch noch zusammen.
Wir haben hier im oberen Bereich, also das ist ungefähr die Hälfte ist das hier von dem Baum, haben wir noch ein paar schöne kräftige Äste, die sich dazu eignen. Und ich denke mal, wir werden sie nicht im Wasser, nicht in der Erde bewurzeln, sondern tatsächlich im Wasserglas. Und dazu schneiden wir uns jetzt also die Triebe möglichst nah am Stamm ab, damit wir noch ausgereiftes Holz bekommen. Dann lassen sich dann doch einfacher bewurzeln. Also wie gesagt, im Winter, das hat nicht funktioniert. Jetzt gucke ich gerade mal auf der gegenüberliegenden Seite. Da haben wir auch noch was. Die nehmen wir auch noch mit hier. Und da die ja so schön dicht bewachsen sind, macht das dem Baum auch nichts aus, wenn er mal den einen oder anderen Ast verliert. Und der wird dann später auch hier in dem Bereich, wo wir jetzt abgeschnitten haben, dort sind im ruhenden Zustand noch Augen, also Knospen, die dann später wieder austreiben werden. So, ich denke mal, das wird erstmal vollkommen ausreichen. Den Rest, den lassen wir jetzt hier am Baum noch dran. Ja, die Pflanzen werden immer größer. Zu der Banane möchte ich nur kurz sagen, jetzt, wo sie jetzt zur Deko steht. Die steht, wie gesagt, draußen, die steht nicht im Zimmer. Die steht nur zur Dekoration hier, damit das Ganze ein bisschen schicker aussieht. Bei 10 Grad Außentemperatur hat die Banane aufgehört zu wachsen. Das Blatt, was sich jetzt hier herausschiebt, das ist jetzt etwa in den letzten 3 Tagen gewachsen. Und davor, ja, gut eine Woche hat sich gar nichts getan, aus dem ganz einfachen Grund. Wie gesagt, hatten 10 Grad teilweise nachts schon draußen und da hat die Banane gesagt, nö, das ist mir zu kalt. Da wachsen die einfach nicht mehr. Nur das mal nebenbei erwähnt. Kommen wir zurück zum Mammutbaum. Urwelt-Mammutbaum. Ja, man kann tatsächlich aus solchen Bäumen auch Hecken machen. Schneiden, beziehungsweise pflanzen und dann schneiden. Dann hält man das Ganze einfach schlank, nach Möglichkeit konisch, heißt oben möglichst spitz und nach unten langsam dicker werdend. Und solch einen Baum muss man dann, also solch eine Hecke muss man dann nicht nur einmal im Jahr schneiden, sondern besser 2 bis 3 Mal im Jahr, damit die nicht zu weit herauswächst. Denn wenn die Mammutbäume erstmal eingewachsen sind, dann wachsen die doch recht kräftig. Und dann sollte man gucken, dass man das regelmäßig schneidet und dann behält man auch eine schöne grüne Außenwand und guckt dann nicht so in das alte Holz hinein. Auch das nur am Rande erwähnt. Ja, wir sehen also hier mal das Stück hier, so die kleinen Äste herausgenommen, das war jetzt nicht so wild. Hier ist noch reichlich grün dran und der kann jetzt gleich nach draußen und dort auch weiter wachsen. Wird regelmäßig gedüngt und ja, ich bin mal gespannt, wie viel der Baum noch wächst. Wie gesagt, 70 cm hat er dieses Jahr schon erreicht und das ist echt einfach nur klasse. So, jetzt haben wir hier die abgeschnittenen Äste und daraus werden wir uns jetzt Stecklinge schneiden. Jetzt haben wir hier die Äste, die wir vorhin abgeschnitten haben. Und man kann hier sehr schön erkennen, hier unten im dunklen Bereich ist das schon verholzt etwas. Und wir schneiden die Schnittflächen jetzt diesmal nicht nach. Wir mal gucken, ob wenn die gequetscht sind, also mit gequetscht sind in dem Sinne nicht, aber etwas von der Rosenschere, die ist doch relativ scharf, ob sich dann schneller hier Kallus entwickelt oder nicht. So, wir entfernen jetzt einfach die unteren Zweige, beziehungsweise Triebe in dem Sinne. Und auch Nadeln, die sich noch dran befinden, etwa auf diese Länge, also ja, Fingerlänge, etwas mehr als Fingerlänge. Und kürzen die Seitentriebe dann erstmal ein. Und das ganz Feine oben, das ganz Frische, das schneiden wir jetzt komplett ab. Und das werden wir versuchsweise jetzt mal in 2 Varianten machen. Ich habe hier schon mal 2 vorbereitet. Hier haben wir jetzt die Triebspitzen oben nicht abgeschnitten. Die lassen wir jetzt einfach mal dran bei den beiden. Und bei den anderen, wie gesagt, schneiden wir die Triebspitze ab. Einfach mal, um zu gucken, ob sie sich dann besser bewurzeln oder nicht. Wie gesagt, die unteren Triebe einfach abziehen. Und Nadeln, die sich hier dran befinden. Und den Rest kürzen wir ein. Und das ganz Weiche oben schneiden wir dann ab. Ja, und so kommen sie jetzt ins Wasserglas. Somit haben wir dann jetzt doch noch Stecklinge gemacht von dem Mammutbaum. Wollte ich eigentlich erst nicht, aber da ich vorhin gesehen habe, dass doch schon einige Triebe im unteren Bereich ausgereift waren, machen wir das jetzt mal im Wasserglas. Wie gesagt, im Winter hat es nicht funktioniert mit dem Steckling in der Erde, obwohl es in der Erde auch funktioniert. Aber das können wir jetzt noch nicht machen, weil die anderen Triebe, die sind alle einfach noch viel zu weich. Da müssen wir ein bisschen warten, bis die ausgereift sind. Und zu gegebener Zeit werden wir die dann in der Erde auch nochmal bewurzeln. So, jetzt haben wir die beiden verschiedenen Varianten. Das heißt also einmal langtriebig gelassen,
also die Spitzen oben dran und einmal haben wir die Spitzen oben abgeschnitten und mal gucken, ja, welche eher bewurzeln und wie sie sich bewurzeln und wenn das bei beiden funktioniert, diese dann später mal wachsen, denn diese könnten dann ja theoretisch viel schneller in die Höhe wachsen als diese hier, denn die müssen erst wieder Haupttrieb entwickeln, aber das sehen wir alles bei gegebener Zeit. Ja, welches Wasser verwende ich, um die Stecklinge im Wasser zu bewurzeln? Das wurde ich jetzt gefragt und ich nehme ganz normales Leitungswasser. Ihr könnt natürlich auch Regenwasser nehmen, in der Regel spielt das eigentlich gar keine Rolle. Und ja, wie gesagt, ich nehme Leitungswasser. Ja, die kommen jetzt hell, keine Sonne nach Möglichkeit und wie gesagt am Fenster. Und dann lassen wir sie jetzt mal im Wasser stehen und hoffentlich bewurzeln sie sich auch selber dann. Ja, das war heute mal wieder richtig aufregend, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, gestern das mit dem Film hochladen nicht funktioniert hat, da war ich doch ein bisschen durcheinander, das bringt einen so ein bisschen aus dem Rhythmus, aber ich denke mal, das kriegen wir mit der Zeit dann auch noch hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder, in dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen beim Experimentieren, Austesten, Tun und Machen. Und bei manchen Pflanzen ist das einfach so, dass die zu einer bestimmten Jahreszeit wesentlich besser bewurzeln als zu einer anderen Jahreszeit. Das muss man einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, wird das Ganze ein bisschen schwieriger, da die Tage einfach viel zu kurz sind und zu wenig Licht da gegeben ist, in dem Sinne, jetzt zu der Jahreszeit im Sommer und bis zum Herbst geht das wesentlich einfacher mit den Pflanzen und komischerweise habe ich es auch schon erlebt, dass die Pflanzen, die man im Herbst steckt, also Stecklinge vermacht, viel schneller bewurzeln als im Sommer beispielsweise. Das wird voraussichtlich daran liegen, weil die Pflanzen versuchen, Reservestoffe aus den Blättern in die Knospen und Aspartien einzulagern und von daher kann es durchaus sein, dass dadurch die Bewurzelung wesentlich schneller geht. Allerdings hat man dann das Problem, die Pflanzen zu überwintern, aber dazu gibt es auch Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist das sehr interessant, insbesondere bei Abmoosungen. Auch Abmoosungen bewurzeln viel schneller im Herbst als zum Frühjahr oder im Sommer. Ja, das muss man einfach mal austesten und das ist alles auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. So, bis denn. Ciao, ciao.